Hallöchen, herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Lego Jurassic Park Folge 3. Also, nicht ganz Folge 3, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, und mit mir dabei ist der gute Kim. Verpiss dich da, ich sind meine Münzen. Alles klar. Servus, Leute. Ja, wir sind hier gerade auf der Suche nach dem kleinen Bub von dem guten Doktor, der da... 3, 2, 1, gleich kommt jetzt Dino raus, ist ja so gut. Falsch, Mann. Ah, stimmt, genau, sie finden ja das Video. Fragen mich, dass er... Autsch. Popcorn. Die Kamera läuft doch. Er ist noch am Leben. Ich weiß, dass er noch lebt. Ah. Na toll. Das war ein Dino-Ei. Und zwar von einer Sorte, die man nicht gerade... Alter, also wie viele? Er brennt sich in Ei gerade. Ja, wollte ich gerade sagen. Und er macht das Dümmste, was man eigentlich machen kann. Ja. Level zu das Ende. Hätten wir eigentlich das noch. Das hätten wir auch überspringen können. Das hätten wir noch zu Ende machen können, aber gut, was wissen wir das? Ne? Ihr seht, also 99%. So unnötig. Nee, also 99% finde ich gut. Dann hat man immer noch ein bisschen Luft nach oben, was besser sein kann. Ja. Ach guck mal, das wäre der Spino gewesen. Das habe ich gewusst. So, hier schnell überspringen, zack, 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 Geschichte fortsetzen. Hallo, wo sind wir denn hier? Ja, wir begeben uns jetzt ja irgendwie, versuchen wir in Sicherheit zu kommen. Hallo! Es wird aber ziemlich genau das Gegenteil passieren. Da vorne sieht man schon einen Zaun. Wir begeben uns jetzt in Richtung des alten Engine-Komplexes. Das sind aber viele Eier. Oh, was haben wir denn da? Der Spinosaurus-Geschichte. Naja, komm, mir doch egal. Oder wollen wir die Eier gucken? Ich glaube, ich renne in die falsche... Oh, was haben wir denn hier? Osteier. Kann ich nichts machen. So, dann gehen wir weiter. Ich folge dir mal. Ja, du musst sowieso jetzt mit deiner Raptorenkralle. Musst du da noch ein bisschen... freischneiden. Ja, ich hab die Fingernägel dafür. Leicht Konturen nur bitte nachschneiden. Also obenrum bitte lassen und Seiten ein bisschen kürzer. Alles klar, krieg ich hin. So, gefällt Ihnen der Schnitt? Ja, das ist ganz nett, ja. So, dann kann man so kletter mal hier durch. Achso, ich muss ja da durchsliden. Wie man das macht. Oder einfach nur B drücken, wenn du davor stehst. Sag ich doch. Machst du mal bitte das Loch auf, ist ganz schön. Oh Gott. Ich sehe es kommen. Gleich verheddert er sich wieder. Komm schon. Ah, geschafft. Ja, noch ein bisschen. Boah, man, wie man immer so am Ende bei Filmen, das finde ich immer so cool. Wenn sie das Ding ziehen. Oh. Ziehen, wie die bekloppen. Und dann der letzte Schwung nochmal kurz zurückgehen und dann wie bekloppt nach vorne reißen. So macht man das. Blöde Karre. Gefällt die noch? Nee, die fällt garantiert nicht mehr. So, dann gehen wir hier mal weiter. Ja, super. Oh, guck mal, da muss einer hochklettern. Ja, der Billy. Ja, Billy! Ist das, das... Ist der benannt nach dem Ikea-Regal? Man weiß es nicht, man munkelt noch. Nach irgendwas muss der ja benannt sein, oder? Hast du was runtergeschmissen? Nee, irgendwie nicht. Wäre aber nett. Guck mal. Irgendwie... Hörst du da auch mal ab und zu dieses Düdü? Ja. Düdü? Das macht mir keine Freude. Das ist aber nichts weiter Schlimmes. Das sagst du. Kannst du da nicht auch hochklettern? Negativ, negativ. Ach guck mal, da hinten ist das aufbauen. Ja. Ich habe einen No-Go-Fall. Schön, wie der Busch im Weg ist. Ich sehe rein gar nichts. Das sieht doch schön aus. Dafür sehe ich umso mehr. Ah ja, jetzt kannst du dich da hochziehen. Mit Mr. Kirby. Mr. Kirby? Mr. Rottbremse. Mr. Kirby. Mr. Endes. Whee! Geschafft. Dass der Kirby überall seine. Ach, guck mal hier. Wieder ein Glatthaarschnitt. Ja, diesmal bitte alles kurz. Alles kurz machen. Sehr gern, der Herr. So, das macht dann 25 Euro. Oh, das geht auch noch. Machen wir mal 30 draus. Oh, das ist aber zu gütig. 5 für die Kaffeekasse. Sehr nett. Ich weiß nicht, wie das geht. Aha. Wo ist er denn? Da ist der gute Mann. Ups. Da ist ein Viech.
Siehst du sie dahinter? Nee. Hinter der. Ah, die Kleinen. Ja. Der ist schon. Der ist schon ganz aufgeregt. Oh, guck mal. Oh, ich wollte ihn jetzt machen. Wo ist denn der Mann hier? Da ist er doch. Ach, du steuerst den. Das ist ja nett. Hauptsache, ich gehe erstmal voll in die falsche Richtung. Was haben wir hier? Ah. Interessant. Ich hab so das Gefühl, du wirst gleich. Er hat sich in die Hose? Nee. Du wirst gleich einen Schlüssel finden. Boah, Mann, ey. Gibst du, du hast es schon vorher gezockt. Na klar, ich habe schon komplett durchgespielt. Ich muss ja wissen, worauf ich mich da einlasse. Das stimmt. Ja. Vorbereitung muss sein. Huch, weg ist es. Du möchtest etwas. Hallo! Ja, ich bitte. Ja, das haben wir schon gewusst. Die Information. Was für Minifiguren? Weiß ich nicht. Ich glaube von diesen kleinen Männchen einfach. Ah, Minifigur also. 1200 Minifigürchen. Das ist viel. Hier sind wir im besagten Ingen-Komplex. Geile Szene im Film. Richtig geile Szene im Film. Ja, und wir werden vielleicht Zeuge eines einer arglistigen Täuschung. Was war das? Frauen immer. Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist schon wieder da. Sie müssen sich da anfassen. Hauptsache erstmal reingehen, bist du wahnsinnig. Na klar. Guck mal, da ist ein Telefon, wir können jemanden versuchen anzurufen. Zum Beispiel Günther. Probieren Sie es. Zum Beispiel Günther Jauch. Der weiß alles. Oh, ich glaube, ich hab's kaputt gemacht. Ich glaube, ich mache noch mehr kaputt. ich könnte hier. Aus, als würde der Überbrückungsmechanismus für die Blende fehlen. Oh, ja, ist da etwa ein Teil davon im Automaten? Die Stimme von der Frau ist übrigens die Originale. Das habe ich. Hat jemand Kleingeld? Das kostet einen Dollar und ich habe nur 60. Nein, ich habe 80, 90 Cent. Das ist so geil im Film, die Szene. Er will ernsthaft dafür bezahlen und er hat auch noch Geld dabei, weißt du? Und der Billy tritt einfach das Ding einfach komplett ein. Ach, und dann gut. Versucht er es einzutreten und dann. Aua. Kriegt es einfach nicht gebacken. Voll Idiot, ey. Frauen können halt immer schreien, ne? Aua, das war jetzt mal. Ingen hatte seltsame Vorstellung davon, was ein Snack ausmacht. So. Da kannst du jetzt mal. Und wo ist der Rest? Ich werde mal was suchen. Ich weiß nicht, was ich suche. Ich weiß auch nicht, wofür ich suche. Aber es wird schon Sinn machen. Ja, denke ich mal. Das hat ja alles. Das Schöne ist, finde ich, in so Spielen, man weiß relativ gut, was man machen. Also, wir sind ja nicht, man weiß relativ gut, was man machen muss. Aber es leitet einen doch recht angenehm durch, finde ich. Ja, so instinktiv weißt du eigentlich schon, was du machen sollst. Ja, es gibt so ein paar knifflige Stellen durchaus. Kompis! Oh, schon wieder. Hi! Kann man hier irgendwie das Loch zumachen? Oder kommt man nicht mehr? Gehen wir einfach mal weiter. Keine Ahnung. Ach du Scheiße. Gottes Willen, hab ich mich erschrocken. Draußen hat man es gesehen, ey. Ja, ich hab's auch gesehen. Ach du Scheiße, das sind voll viele von diesen kleinen Mistviechern schon wieder. Da draußen besprechen sie sich schon. Echt? Haben wir es gesehen? Ja, die Kleinen. Ah, die Kleinen. Echt, hat man es gesehen? Verrat doch nicht zu viel. Oh, ich hab da, glaube ich, was kaputt gemacht. So, hier runter? Oder sind das da hinten? Hast du es gehört? Ja, irgendwas passt hier nicht so ganz. Da kannst du rüberjumpen. Hier runterspringt. Kim, das war eine sehr unkluge Idee. Mit der Axt. Sterbt! Ihr Eier des Todes! Alles okay, Paul? Was hast du getan? So spielt man Gott. Ich will nochmal Billy haben. Geh nochmal da hoch und versuch nochmal darüber zu segeln. Okay! Oh, da hinten ist ein Transformer. Dieses Düdü, das macht mich wahnsinnig. So, wie geht das? Zweimal springen, ne? Ja. So, diese Eier sind abgelaufen. Da ernsthaft jetzt eins von uns wachsen. Funktioniert eigentlich ganz. So, vielleicht muss ich das auch unauffällig hier verhalten. Bloß kein Lärm machen. Guck mal hier, Eier plus DNS. Schau mal bei mir auf dem Bildschirm. Eier plus DNS ist gleich ganz viel Geld. Juhu! Jede Menge Dollares! Amerikanische Dollares. Hm. Irgendwas stimmt hier. Kannst du nicht rüber segeln? Irgendwie ralle ich nicht ganz. Oh, guck mal, da könnte man eigentlich mal hochspringen. Ja, das habe ich auch schon vorher überlegt, aber da ist noch die Ranke irgendwie im Weg. Dass man. Ah, geschafft. Ich glaube, in dieser Kiste ist Ausrüstung. In welcher Kiste? In der die Stiefel?
alles kann nicht sein. Hat einer von Ihnen sie frei bekommen? Bestimmt! Der Herr mit dem Lasso, bitte. Komm, hol das Lasso raus. Komm schon! Wir spielen Dino Jäger. Ich hoffe, sie funktionieren noch. Werden wir gleich feststellen. Ich hab da ein ganz mieses Gift. Oh, greif an. Alter. Gut. Was ist dieses Gebiet? Ach guck mal, jetzt können wir da. Ach, wow. Geht jetzt können wir da jumpen. Na los, rauf und rüber! Okay. Geschafft. Eigentlich hinkriegst du. Tja. Doof, ne? Oh, da oben ist ein Spino. Spino. Ein Kompi. Genau. Sind das Knochen? Da habe ich eine Idee. Wir müssen diese Knochen da herausbekommen. Das ist interessant. Da habe ich eine Idee. Die habe ich nur ich. Also die Klasse, nur ich. Aber wir brauchen mehr Druck da drin. So. Wir suchen noch ein zweites Rätsel. Wir müssen noch dieses Gerüst überholen. Ich bin auf der Suche. Das ist schwer, wenn die halbe Leiter fehlt. Okay, Gerüst müssen wir auch noch irgendwo hoch. Ich mache hier gerade mal alles kurz und klein. Ja, ich werde schon was finden. Bin auch schon dabei. Also wir brauchen auf jeden Fall... Dr. Grant. Ja, und ein zweites Rädchen. Wo ist denn das? Das ist der Gaskocher, das steht noch. Aha. Hast du gefunden? Nö. Aber der Mann hier kann sicherlich was... Ah, da ist doch das zweite Rädchen. Kann man das nicht kaputt machen? Ich mache mal gerade was ganz. Das wird schon funktionieren. Herz wo? Ah, und kaputt. Toll. Weil er unbedingt das Lasso rausholen musste. So. Mach mal den zurück. Bauen wir eine neue Leiter. Du hast gesagt zurück. Ah, das ist aber raffiniert, wie die eine Leiter bauen. Hätte ich in Realität. Widerlich. Was ja, denn? Ich auch. Das ist ja ekelhaft. Ach, ist ja spannend, liebe Freunde. Ah, da brauchst du wieder Ian Malcolm. Ian Malcolm hat dir dann nichts zu suchen. Ja, aber das ist halt für... Ja genau, für das offene Spiel. Oh, da ist ein Fisch. Der lebt sogar theoretisch noch, glaube ich. So, was haben wir denn hier? Hammond? Oh, das ist doof. Ja, dann gehen wir... Oh, da ist ein Tank zerbrochen. Hey, sehen Sie sich nur all die Tiere an, die Sie züchten wollen. Runter? Ich sollte ein paar Fotos machen. Ah ja. Ich heule gerade die ganze Zeit. Ne? Was tust du? Boah, die Lophosaurus. Ja, dann muss ich doch kaputt. Ah, greif mich an! Warte, ich will jetzt hier unten erstmal Fotos machen. Mach mal Fotos. Guck dir mal das an, Alter, bei mir unten der Tank. Ich bin schon auf dem Weg. Alter, ist da was drin. Das sieht aber noch putzig aus. Hey, wie süß. Kann ich auch sein haben? Ich glaube, du musst hier einfach Beweisfotos machen. Boah. Ich glaube, er ist leicht geflasht. Oh, geil! Da ist auch noch einer. Ein weiteres Foto vom Fisch. Höchst interessant. Ja. Ein sehr schöner Fisch. Mhm. Aber der sieht. Hör auf! Ah, ich glaube, das ist mega von mir. Müssen wir jetzt eigentlich da oben rein? Oder hast du da oben alles aufgeräumt? Nee, da oben ist noch ein. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der. Lebt. Nur so eine Vorahnung. Das ist so geil, die Szene in Realität. Im Film ist das so übel. Jetzt haben wir ein bisschen Action. Ich find's geil, dass sie die Raptoren auch wirklich anders ausscheißen. Nee, nicht schon wieder. Oh, stimmt. Er ist verdammt schnell! Daneben. Alter, ich steuere jetzt den Astro, ich steuere den anderen. Oh, gut. Oh, krass, da waren zwei. Nach links? Das ist aber rechts. Haben die das mit dir in Absprache programmiert? Ja. Ah, verdammt! Die Schweine! Oh Gott! Alter, geht's ja. Hilfe! Ja, aber ich find's cool, dass die Raptoren echt anders aussehen als im ersten und zweiten Teil, was ja auch im Film so war. Weil, das haben sie gemacht. Die geben nicht auf. Wow, und gucke. Kim, das ist ein sehr schneller Zug. Hi, Jungs! Hi! Boah, alles unklammer. Da bin ich! Ne, das haben sie gemacht, weil bevor der dritte Teil rauskam, haben sich ja Paläontologen damit auseinandergesetzt, dass die Vögel ja federnbesetzt waren. Eigentlich, ne? Das wollten sie nicht.
Raptoren. Ja, die Raptoren so Federn besetzt waren. Mhm. Katze am Schwanz, glaube ich, ne? Ja, also man weiß halt nicht. Kommen Sie. Dieses Kreischen ist so geil im Film. Nee, und deswegen haben sie im dritten Teil komplett neue Raptoren zusammengebaut. Weil man einfach ein paar Erkenntnisse genau, zu dem Zeitpunkt. Und sie wollten natürlich jetzt nicht komplett was Neues machen, also komplett federbesetzt oder so, so wie manche Paläontologen das vermuten, dass es so gewesen sein könnte. Mhm. Und deswegen haben sie beim dritten Teil die Raptoren am Kopf so zwei, drei Federn gemacht, damit sie wenigstens die Paläontologen in dieser Hinsicht einfach ein bisschen zufriedenstellen können. Okay, also ich aber ganz cool guten Kompromiss gefunden. Ja, finde ich eigentlich ganz cool. Okay, ja, durchaus nicht schlecht. Und also, haben wir wieder was gelernt für die Folge. Ja, zumindest am Ende. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. In 2 Tagen. In 2 Tagen, genau. Und gucken, was da so noch alles so allerhand auf uns wartet. Ja, wird auf jeden Fall noch einiges auf uns zukommen. Und bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall schöne 2 Tage. Ja. Und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, ne? Genau. Ciao. Tschüss.